und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Schrankliebe. Und ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich das sage, denn leider ist Kiso nach Hause gefahren, denn das große C hat sie erwischt. Und deswegen werden wir das Ganze jetzt einfach alleine stemmen müssen. Ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Ich würde sagen, du zeigst mir einfach gleich mal deine Ankleide und sagst mir, was dich hier so richtig nervt. Gerne. Ich habe genug Ecken, die mich nerven. Na dann los. Hier bewahren wir so Hosen auf, Röcke. Ich finde einfach, das hat irgendwie so kein richtiges System. Mir fällt es hier unheimlich schwer, irgendwie Ordnung reinzubringen. Ich bin ja eigentlich auch eher so ein ordentlicher Mensch, aber wenn ich das aufmache, gefällt mir das eigentlich ja nicht. Weil das ihr habt ja hier schon so ein bisschen angefangen, ne? So ein bisschen ja das sind wahrscheinlich alte Boxen von Schuhen, von ja Schuhen, ne? Genau, wir haben probiert, aber wie du siehst, das ist eigentlich kein richtiges Konzept dahinter. Dann kommt man auch zum Beispiel hier eigentlich nicht so gut dran und ja, es ist nicht ganz so professional. Der Wille war da, aber... Und dein Mann hat einen kleinen Faible für Baseball-Caps. Ja, der trägt ganz gerne Cappies, wenn er keine Lust hat, sich die Haare zu machen. Und das findest du gut oder weniger gut? Ich mag Cappies bei Männern, doch, ich finde das gut. Ja? Ja. Cool, okay. Okay, also da werden wir ein bisschen Ordnung reinbringen. Genau. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine Ecke. Ich hatte mir mal so Behälter gekauft für Gürtel, was ich auch nicht schlecht finde, aber hier in der Ecke wirken die auch nicht so wirklich. Ich glaube, da könnte man vielleicht auch einen schöneren Platz für finden. Ja, ja. Kleiderbügelmäßig schaue ich ja immer ganz gerne drauf, ob man da so ein bisschen so einen Mix hat oder ob das einheitlich ist. Da habe ich eigentlich versucht, einheitlich zu bleiben. Allerdings gehen mir teilweise die Bügel aus und ich klaue sie dann von meinem Mann. Weil ich hatte mir auch mal diese schmalen gekauft, habe ich auch bei dir gesehen, dass das ja viel platzsparender ist und das stimmt auch. Aber wie gesagt, ich habe dann trotzdem immer das Gefühl, ich habe zu wenig und dann klaue ich die manchmal. Okay. Ja. Und du hast ganz viele tolle Schuhe. Ja, ja, einige davon trage ich tatsächlich auch eigentlich gar nicht, aber da kann ich mich nicht so dran. Ich habe nämlich neulich erst aussortiert, weil ich wusste, du kommst. Ja. Mittlerweile trage ich eigentlich fast nur noch Sneaker so als Mama, ja, aber so ein paar von denen kann ich mich irgendwie nicht so lösen. Ja, Kiso ist bestimmt ganz traurig, weil sie wollte nämlich deine ganzen stimmt, Schuhe anprobieren. Genau, ihr habt ja die gleiche Schuhgröße, oder? Genau, ihr haben die mit der Schleife ja so gut gefallen. Also Kiso, nächstes Mal, wenn du kommst, darfst du die gerne. Ja, das ist total Kiso-Style, oder? Das ja, ist total, das stimmt. Das trägt schon ihren Namen. Dürfen wir das denn zeigen? Ja, klar. Ja, das ist auch übel. Ja, die Dinger, die sind an sich, ne? Ja. Nicht schlecht, aber es ist halt manchmal oft einfach echt unhandlich. Ne? Ja, das Problem ist, ich finde, es wirkt halt trotzdem irgendwie unordentlich. Ja, ja. Und total. Gut. Ja. Ich würde sagen, ich hole meine Verstärkung rein und sehr wir sehen gut dich heute Abend wieder. Ja, ich freue mich. Gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gutes Gelingen. Dankeschön. Jetzt geht's los. Wir packen aber natürlich erstmal wieder alles raus. Wir hängen alle Bügel um auf schöne schmale. Die sind nämlich noch mal ein bisschen mehr platzsparend. Alright, wollen wir uns mal in den Schrank machen? Ja, wundervolles Chaos, ne? Aber man muss ja auch echt sagen, Saskia hat das alles schon ziemlich cool vorsortiert. Also wir sehen sofort auf einen Blick, sie hat ihre ganzen Hosen und ihre Jeans da. Der Mann hat seine Sachen separiert. Aber natürlich durch diese Tiefe von den Schränken ist es immer irgendwie blöd, dass man bis nach hinten rankommt. Und deswegen müssen wir uns dafür was einfallen lassen. Holen wir ein paar Organizer dazu. Und zwar könnt ihr hier wirklich einmal hochkant alle reinfalten. So könnt ihr einfach die Jeans, die ihr braucht, rausziehen und einfach auch genauso wieder reinsortieren. Und vor allen Dingen habt ihr die gesamte Tiefe vom Schrank ausgenutzt. Das ist echt, echt super. Für die Cappies haben wir spezielle Behälter. Die gibt es für Hüte oder auch für Cappies, weil für manche Männer sind das ja richtige so eine Sammlerstücke. Und damit die ein bisschen nochmal vor Staub geschützt sind, kriegen die eine einzelne Verpackung. Die sind richtig cool, die Container. Ja. Ja, hier haben wir noch so manche Pakete mit random Geschenkpapierband. Naja, mal gucken, was wir noch so entdecken hier. Alright.
nimmt gefühlt kein Ende. Wir haben jetzt hier ganz viel noch Schwimmsachen, die man eigentlich auch woanders verstauen könnte. Aber da Saskia Platz in ihrem Kleiderschrank hat, werden wir gucken, dass wir die hier unterkriegen. Weil sonst verlagern wir das Problem woanders hin. Und zwar packen wir jetzt, ihr kennt das wahrscheinlich, ganz viele kriegen das in ihren ganzen Paketen, die sie nach Hause geschickt bekommen, einfach unendlich viel Verpackungsmaterial. Und das muss man nicht wegschmeißen, sondern wir können das ganz einfach benutzen, um zum Beispiel Schuhe, die einen hohen Schaft haben, einfach damit ausstopfen. Und dann braucht man sich nicht extra was dafür kaufen. Now we're talking here. Wir haben nämlich jetzt alle Gürtel umgezogen. Und zwar hier rein. Und da gibt es auch einen ganz coolen Trick, wie man die nämlich viel schöner in Form behält. Und zwar rollt man die nach innen auf. Das bedeutet, du machst den hier durch diese Schnalle, steckt man das einmal von oben durch und dann rollt man das sozusagen dann von innen einfach auf. Dann bleiben die nämlich schön fest aufgerollt. Und dann kann man die hier drin einfach aufbewahren. Oh, guck mal, wir haben so viele schöne Weiß Taschen. Na? Yves Saint Laurent, Gucci, Prada, alles da. Und da kann man die nämlich auch reinmachen. Das ist super. Dann behalten die nämlich schön ihre Form. Und gerade wenn man das hier so offen hat, dann muss das einfach schön aussehen. Darf ich mal gucken kommen? Na klar! Ich halte dich für aus. Na klar! Wow! Oh mein Gott, direkt wenn man reinkommt, schon so ganz anders. Aber ich muss ja sagen, du warst ja trotzdem schon relativ gut organisiert vorher. Dankeschön, dankeschön. Ja, ist mir schon wichtig eigentlich, dass ich so eine Ordnung habe, aber ich muss sagen, jetzt, wenn ich reinkomme, sehe ich direkt einen Unterschied. Ja? Also ich sehe das natürlich. Cool. Allein schon dieses Farbschema, macht es einfach viel hochwertiger irgendwie und sieht viel ordentlicher aus. Ja, ja. Ja, und auch hier wieder Kategorien, ne? Also deine ganzen Pullis und Oberteile sind da geblieben. Ja. Dass wir wirklich hier so ein bisschen frei haben, ne? Ja, das ist stimmt. Eine. Viel luftiger. Genau, und dafür sind eben all die anderen sind dann da rübergewandert, ja, ne? Dass wir wirklich da drüben dann nur die haben, die einfach Kleider so sind. Ah, ne? Ja, das ist gut. Ja, und hier, das hattest du ja bereits vorher, da haben wir nur noch ein bisschen mehr Schmuck. Aber nicht so ordentlich. Aber hier hat sich vor allem die größte Veränderung. Schön. Also es ist wirklich jetzt passgenaue Organizer. Die haben ja vorher nicht so hundertprozentig gepasst. Genau. Es ist alles einsortiert. Wow. Ja. Auch hier, das stand vorher so ein bisschen leblos. Da genau. Auch egal. Das hat mich immer gestört, richtig. Genau, aber hier hast du jetzt alles an einem Ort. Alle Accessoires von euch beiden. Ne? Also die ganzen Gürtel und Krawatten. Schön. Hier wieder die gleichen Trenner wie aus der Küche. Aber das Schöne ist, durch das vertikale Falten hast du wieder viel mehr Platz gewonnen. Ja. Ah, Pyjamas. Eine Sache haben wir gemacht bei deinen Stiefeln. Ah. Wir haben die einmal ausgefüllt. Ah, gut. Deswegen nicht wundern. Das heißt, statt dass die immer die ganze Zeit umkippen, ja, hast du hier dann wenigstens ein bisschen mehr schön Halt. Ja, super. Die Idee. Hilft auch gegen stinkige Männerfüße. Ah, ja, okay. Ich weiß nicht, ob deine stinkige Füße hat. Ich habe versucht jetzt wirklich, dass seine ganzen Jacken wirklich hier unten hängen. Die waren teilweise so oft doppelt, also zwei Stimmt. Jacken auf einem Bügel. Ja. Das haben wir jetzt wirklich pro Bügel ja, cool. Eine Jacke. Und trotzdem haben wir noch viel mehr Platz. Ja. Der Frühling kommt ja, deswegen die dicken Jacken habe ich jetzt nach hinten gehangen, damit wir hier so ein bisschen mehr in Stimmung bekommen ja. Für Farbe und stimmt, luftige stimmt. Kleider. Ach, schön. Und oh, jetzt bin ich hier gespannt. Oh, hat es das schon echt gut aufgeteilt. Ja. Aber wir haben jetzt geschaut, dass wir einerseits gerade so für Hosen vertikales Falten ist viel, viel einfacher. Ja. Da so ein bisschen alles, was so Leder und ne, Lack ist, so eine Geschichten jetzt auch schon mal weiter oben, weil im Sommer zieht man die eher weniger an. Große Kisten zum Sammeln. Ah, also ja. Hier haben wir dann so, da sind jetzt tatsächlich von ihm Sachen, ja. Skiunterwäsche, Pyjama-Sachen von ihm, seine ganzen Socken und Unterwäsche auch wieder in so großen Sammelkisten. Und die Baseball-Caps, auch eine coole Sache. Ja,
Ne? Ist da ist wenigstens ein bisschen geschützt, ne? Dass du sagen kannst, die verstauben nicht so leicht, die sind geschützt und du kommst dann einfach auch leichter dran. Traum. Haben wir an dein vorhandenes System angeknüpft? Jetzt öffne ich viel lieber die Tür auf jeden Fall. Ja. Wenn euch die Folge Schrankliebe mit mir und Isabella gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und kommentiert, welche Schublade eure Lieblingsschublade war. Und falls ihr noch mehr Folgen von Schrankliebe sehen wollt und nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt Kisus Kanal. Und Verabschiedung noch vielleicht. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar hilfreiche Tipps mitnehmen. Und ich freue mich, wenn ihr euch das nächste Video anschaut. Tschüss.